Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn ich habe mir eine Mystery Box bestellt bei Sunny Cosmetics und die habe ich jetzt hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Sunny Cosmetics ist eine Marke, mit der habe ich auch schon mal ja quasi zusammengearbeitet. Also da hat der liebe René mir auch schon mal ein paar Produkte zugeschickt, vor allem eine Lidschattenpalette, die sehr, sehr schön war. Und ja, da habe ich auf Instagram euch auch einen Look mitgeschminkt und euch mal so ein Bild gezeigt und auch schöne Lippenprodukte hatte er dort auch mir zugeschickt. Und jetzt habe ich bei der lieben Nicole, Chiquitas Place, gesehen, dass er eine Mystery Box hat. Also es gab immer mal wieder schon wieder welche, es gab auch einen Adventskalender. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, komm, ich bin neugierig, ich will sie mir mal bestellen. Denn Nicole hatte einen krassen Code, also 50% Rabatt oder so. Ich habe mir das auch ein bisschen gescreenshottet, um euch da ein bisschen was zu erzählen zu können. Regulär hätte die Box nämlich 79,95 Euro gekostet und einen Warenwert von 120 Euro beinhaltet. Und mit dem Code von Nicole habe ich dann 39,98 plus 6,95 Euro Versand bezahlt. Und das ist die Februar Mystery Box. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch monatlich irgendwie Mystery Boxen von ihm geben wird. 40 Euro bzw. plus die 6,95, da bist du ja bei 47 Euro knapp, fand ich schon krass. Aber es ist wohl irgendwie auch mit viel Make-up drin. Der Inhalt soll sein, einige Produkte aus unserem Sortiment, zum Beispiel Lidschattenpalette. Da ist ein kleiner Tippfehler. Lidschattenpalette mit IE läuft bei ihm. Highlighter, Blush, Contouring, Lashes and More. Andere Marken sind auch vertreten. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was ich jetzt hier drin haben werde. Denn wie gesagt, die Lidschattenpalette, die ich hatte, fand ich gut. Die konnte ich auch schön zweckentfremden als Blush, Bronzer, Highlighter, Augenbrauenprodukt, Eyeliner. Also da war wirklich für alles sowas enthalten. Hat mir sehr gut gefallen. Und das konnte man auch ganz gut vergleichen mit der Day-Palette, also von der Art und Weise her, von Hatice Schmidt Labs. Also auch die Qualität fand ich sehr, 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 sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt bin ich einfach gespannt, was wir jetzt hier in der Box drin haben werden. Einmal habe ich sie mir bestellt. Wann habe ich die denn bestellt? Das kann ich ja auch hier mal nachgucken. Habe ich auch auf Instagram übrigens geteilt, ne? AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter ist da mein Instagram-Name. Jetzt gucke ich mal bei meinen Details. Am 6. Februar habe ich die Box bestellt. Heute ist der 14. Februar. Das heißt, 8 Tage hat es gedauert. Kommt ja auch aus Österreich, ne? Das hat einen etwas längeren Weg hinter sich. Zuallererst haben wir hier einen HelloFresh-Gutschein mit dabei. Ist ziemlich witzig, weil Hello Prince heißt der, genau, nämlich auf YouTube und deswegen passte das mit HelloFresh auch ganz gut, fand ich ziemlich witzig. 2 Parfümproben habe ich hier auch mit drin. Das ist einmal von Valentino Vos Vita, Viva, das ist ein schöner Duft, 1,2 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und von Bulgari, der Men in Black Eau de Parfum mit 1,5 Milliliter. Ja, muss ich mal gucken, ob mein Freund das dann mal ausprobieren möchte. Hier haben wir dann einmal die Box an sich, die ich jetzt mal aufmache. Und dann haben wir hier den Blick in die Box und so schaut das Ganze dann aus. Also mit diesem schönen schwarzen Seidenpapier ist das Ganze. Da habe ich dann hier einmal so ein Kärtchen von ihm drin, Sunny Cosmetics bei René. Ziemlich witzig, dass er dann auch diese Tropfengeschichte genommen hat, wie von dem Kylie-Logo, ne? Okay, cool. Und da ist dann nochmal aufgeführt, der Shop an sich, falls man jetzt die Box verschenken möchte, da könnte dann der oder diejenige nachshoppen. Ich glaube, das hier sollen Sticker sein, oder? Das sind so viereckige Sticker mit drin. Ja gut, kann man gebrauchen, wenn man möchte. So, dann habe ich hier als erstes etwas drin von Hands Hydrating Hand Cleaner. Sowas möchte ich nicht unbedingt gerne in Beautyboxen drin haben, ganz ehrlich, weil das große C begleitet uns ja schon 2 Jahre und da möchte ich eigentlich nicht in so einer Beauty-Surprise-Box, sage ich bei allen Unboxings, die ich auf diesem Kanal mache, ja auch immer wieder, ne, möchte ich eigentlich nicht so ein Handdesinfektionskram hier drin haben. Das ist etwas, das findet man auch bei Rossmann oder DM oder so, kann man das auch kaufen. Es gibt viele, die das auch ziemlich feiern. Wird bei uns weiter wandern, weil hier ist ja auch so ein Hygienesiegel und so mit dabei, weil wir haben da echt mittlerweile mehr als genug von. Das, fängt jetzt nicht so mega geil an. Okay, dann habe ich hier von Sunny by René Love. Ich glaube, das ist aus seiner neuen Kollektion. Das wäre ja ganz cool, weil mich persönlich hat diese neue Kollektion von ihm auch sehr angesprochen, wenn er davon was in den Mystery Boxen drin hat. Ja, sehr offensichtlich. Das finde ich toll. Das finde ich richtig klasse. Also nur vom Logo her,
Ja, ne? Also das hätte man hochwertiger gestalten können, zumal die Produkte im Onlineshop ja auch sehr, 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 sehr hochpreisig sind. Wir haben hier einen richtig schönen Blush drin. Der gefällt mir. Also ich bin ja voll der Fan von diesem Polly Pocket Design, ne? Ja, hier seht ihr nochmal, die Kamera im Spiegel läuft. Nee, das finde ich schön. Und ich glaube, einen Blush hatte ich auch so noch nicht von ihm. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Das ist so ein dunkles Peach-Tönchen. Den mag ich gerne leiden. Den werde ich mal mit euch zusammen ausprobieren. Das ist schon mal ein Highlight-Produkt für mich, ne? Also ich finde es klasse. Wie gesagt, beim Logo-Druck hier drauf könnte man ein bisschen schöner gestalten, weil, wie gesagt, das Produkt kostet ja auch nicht unbedingt wenig im Online-Shop. Aber gut, er hat ein junges Unternehmen, ne? Er ist gerade im Aufbau. Das Ganze entwickelt sich jetzt noch, aber trotzdem so meine Idee dahinter. Dann habe ich hier auch noch ein weiteres neues Produkt von ihnen drin und das direkt in zweifacher Ausführung. Das finde ich auch ganz schön, denn das sind Augenpatches. Augenpatches mag ich sehr gerne. Sunny Skin bei Rene 24K Gold, also das sind ja Eyepatches, die Geheimwaffe gegen Puffy Eyes. Die 24 Karat Gold Eyepatches von Sunny Skin revitalisieren und beruhigen müde Augen. Dank der Anreicherung mit Hyaluron und Kollagen wird die Haut mit einer extra Portion Feuchtigkeit versorgt. Augenringe, Puffy Eyes und kleine Fältchen werden reduziert. Ein Must-Have für strahlende Augen und für unterwegs. Wie gesagt, ich mag sowas gerne. Hier sind zweimal zwei Stück drin und jo, ne? Finde ich ganz angenehm. Da bin ich auch mal gespannt auf den Preis, was sowas kosten soll bei ihm im Shop. Dann habe ich hier zweimal, die werden auf jeden Fall weiter wandern, weil ich das nicht verwende, Lashes und zwar Gossip Glam. Das ist, nee, aber das sind unterschiedliche. 3D28 und 3D22 habe ich hier drin. Also die sehen schön aus, ne? Sehr holographisch das Ganze, aber ich bin kein Lash-Fan. Da bin ich ehrlich, ne? Das ist nichts für mich. Also das sind einmal relativ natürliche und sehr pompöse Lashes. Ich hätte sie behalten, wenn das böse C nicht wäre, weil ich bin ein Karnevalist. Ja, ich oute mich hiermit. Ich habe euch auch tatsächlich schon mal ein Video abgedreht, wo ich euch meine Kostümsammlung gezeigt habe. Hier oben im i verlinkt. Wenn das alles normal ist bei uns, dann gehen wir auch wirklich Karneval hart feiern hier. Da gibt es hier super viele Zeltpartys, super viele Möglichkeiten. Weiberkarneval ist bei uns immer eine ganz große Kiste und ja, da gehe ich mit meinen Zuckerpuppen auch tierisch drin auf. Und für sowas würde ich Lashes auch tatsächlich verwenden, weil wir da halt auch immer sehr extravagante Looks haben. Wir sind schon mal als Zebraherde gegangen. Wir waren schon mal Cruella de Vil mit so aufblasbaren kleinen Dalmatinerhunden. Ein Traum, das war so witzig. Wir sind auch schon mal als, das war, ich glaube, das erste Mal, als wir zusammen alle gegangen sind, ne? Und wir sind ja 12 Mädels bei uns. Da haben wir uns alle ein Sari gekauft und haben uns wirklich, es sah so schön aus. Wir sind auch schon mal alle als Prinzessinnen gegangen und haben uns dafür so richtig geile, von eBay war das so türkische Hochzeitskleider gekauft, ne? Mega geil. Und ja, ne? Da wäre sowas natürlich mega und angebracht und so. Und Black Swan hatten wir auch schon. Das war heiß, Leute. Auf jeden Fall, ja. Kann ich das aktuell halt leider so nicht verwenden. Vielleicht aufbewahren und dann demnächst mal irgendwann, wenn man in 100 Jahren wieder darf. Aber dann passe ich auch nicht mehr in meine Kostüme wahrscheinlich rein. Hier habe ich dann das nächste Produkt. You've got great taste steht hier drauf. Du hast einen guten Geschmack. Und da habe ich hier so ein pinkes Täschchen. Pink, wie gesagt, mache ich schon mal. Ach, guck mal, das ist auch ein. Ich glaube, der hat hier sein komplettes neues Sortiment reingepackt. Von Sunny ist das wohl so ein Jade-Roller. Ja, ne, sowas ist ja irgendwie auch in allen möglichen Adventskalendern drin gewesen. Und da packe ich ja auch super viele von aus. Das heißt, da habe ich genug von. Die sind toll. Also solche Jade-Roller, solche Produkte sind klasse, wenn man morgens halt so dieses. Ja, Sammy hat schwer, der liegt neben mir. Wenn man morgen diese Schwellung weghaben möchte, wenn man die Augenringe wegmachen möchte, da sind solche Jade-Roller, Rosenquarz-Roller und was es da nicht alle gibt, super. Das ist auch hier schön eingraviert. Also das mag ich gerne, wie das hier mit dem Logo gestaltet ist. Ich habe halt den PMD Rose Quarz-Roller. Und den finde ich 1A, weil er auch elektrisch ist und da kannst du halt sowohl dein Gesicht mit reinigen, als auch dann halt wirklich diese Kühlung geben. Und du kannst da auch eine Wärmefunktion anstellen. Also da fahre ich voll drauf ab. Ne? Das ist voll mein Ding und das Ding vibriert und yay. Ja, aber an und für sich gutes Produkt. Mag ich eigentlich gerne sowas leiden. Dann haben wir hier einen Lash Applicator quasi. Das ist etwas, den habe ich aber auch schon da hier irgendwo. Finde ich hier drin. Ja. Rödel, Rödel, Rödel. Genau, den habe ich nämlich schon mal von ihm zugeschickt bekommen. Damit kann man sich künstliche Wimpern halt super auftragen. Das ist so ein Ding, deswegen lasse ich das andere jetzt auch mal verschlossen. Damit kann man die künstlichen Wimpern hier halt so greifen
dann hat man die und dann kann man die sich hier so draufsetzen. Das finde ich auch super. Also so ein Tool auch mit reinzupacken, wenn man künstliche Wimpern mit drin hat, finde ich 1A. Das ist gut überlegt und das Ding hat auch eine gute, das ist recht schwer, ist metallisch und so, ne? Das mag ich gerne leiden. Das ist gut. Das ist gut. So, und dann geht die Party weiter. Sunny by René 2 in 1 Lipgloss. Oh, schön. Welche Farbe habe ich denn hier? Boss. Ja, dann schauen wir mal, wie die Farbe Boss hier so aussieht. Die Lipglosse von Sunny sind nämlich richtig gut. Die kleben nicht, die sind sehr leicht. Auf den Lippen mag ich gerne leiden. Haben eine schöne Qualität. Oh, das scheint aber auch relativ neu zu sein. Erinnert mich ein bisschen an... Nee, NYX hat doch sowas rausgebracht, ne? Da hast du nämlich auf der einen Seite, bei NYX war das nämlich das Liquid Lipstick und auf der anderen Seite hast du dann den Lip Gloss. Hier weiß ich das nicht ganz genau, aber das ist, ja, ich muss mal gucken. Hier ist nämlich noch ein zweites drin, ob mir die Farbe gefällt, ne? Obwohl, nie. Oh Gott, hier sind ganz schön viele Sachen drin. Okay, nö, das werde ich, glaube ich, in meinen Full Face Beauty Boxen für Februar mal mit reinpacken. Hat so keinen Duft. Ich kann euch das aber mal swatchen. Ja, das scheint wirklich ein Liquid Lipstick zu sein. Quietsch. Oder das? Nee, das war der Lip Gloss. Und das hier ist hier so ein Lip Powder oder so. Das ist sehr trocken. Aha. Muss ich mal gucken, wie das so funktioniert bei mir, ne? Also hier haben wir das, ist dann wahrscheinlich der Liquid Lipstick. Sehr schön tatsächlich. Also die Farbe mag ich gerne leiden. Und die Textur ist auch sehr interessant. Und hier haben wir dann den Lip Gloss. Sehr, sehr deckend. Also für einen Gloss wirklich ultra deckend. Riecht wirklich nach gar nichts, ne? Das finde ich auch sehr interessant. Das ist schön. Das ist wirklich ein cooles, interessantes Produkt. Und die Farbe Boss ist natürlich auch fancy fancy, ne? Dann habe ich hier noch weiterhin drin in der Farbe 3 Sweet Talk ein Produkt. Und zwar Gloss Universal Lip Luminizer. Das ist dann wahrscheinlich das, was ich meinte, den ich schon mal hatte. Weiß ich aber gar nicht. Wie gesagt, die ich hatte, die waren echt geil. Oh nein! Das ist auch aus dieser Valentinstagskollektion. Oh mein Gott, das hat hier einfach ein Herz. Also das feiere ich jetzt schon, ne? Finde ich wunderschön, mag ich richtig gerne leiden. Hat hier halt so Sparkles drin, das ist eigentlich nicht ganz so meine Welt. Ich hatte von Too Faced auch sowas, das fand ich gar nicht gut. Ich hoffe, dass das hier besser ist. Ich kann den ja mal swatchen, komm. Was soll der Falschgeiz? Der riecht ein bisschen nach Pfirsich. Ja, da muss man wirklich schauen, ne? Das kann man vielleicht sogar kombinieren mit diesen Lippenprodukten. Der hat auch so bläuliche Sparkles drin. Und bläuliche Sparkles sprechen eigentlich dafür, dass man dann die Zähne weißer erscheinen lässt. Also eigentlich ganz cool. Habe ich jetzt irgendwie gefühlt seine neue Kollektion hier mit reinbekommen? Das finde ich, also für eine Mystery Box, dann wirklich der Hammer, ne? Muss ich sagen. So. Und dann habe ich hier noch in dem Paket von Skin Visibles High SPF mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist ja geil. Aquasense Ultralight Daily UV Defense Fluid. Ja, 5 ml ist eine kleine Probegeschichte. Aber so kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Lichtschutzfaktor fürs Gesicht wird jetzt so ab März auch super wichtig für uns werden. Weil da sollten wir wieder richtig auf die Kacke hauen, Leute. Ne? Mache ich sowieso täglich, aber sollten wir dann nochmal umso mehr. Noch ein Sticker haben wir mit dabei, dann von Redken Working Material. Was ist Working? Rough Paste 12 Texturize. Okay, sowas verwende ich nicht. 30 Gramm. Eine Texturierungspaste für die Haare. Ich mache ja nicht so wirklich Haarstyling oder so. Ich habe entweder meine Haare offen, so wie jetzt, oder ich habe einen Bommel hier, ich habe einen Bommel da. Ab und an, wenn 90er-Partys sind, mache ich auch mal Bommel hier. Aber ansonsten, vielleicht mal ein Pferdeschwanz, den habe ich zum Sport immer. Aber sonst bin ich ja nicht so die, ne? Vielleicht auch mal einen Seiten, hier, einfach so zur Seite, ne? Aber ansonsten, ich mache ja keine Blabla-Geschichte in meinen Haaren. Da bin ich einfach viel zu, nee, mache ich nicht. Faul für. Okay, wir haben als letztes nämlich jetzt natürlich noch die Lidschattenpalette hier mit drin. Das ist auch ein Produkt, die habe ich schon da. Das ist die Sunset Glam Palette. You've got great taste. Steht hier auch noch mit Stickern drauf. Also du hast einen guten Geschmack. Da wird man natürlich hier schön gebauchpinselt, ne? Ist ja auch richtig so. Und ja, so schaut die aus. Und die Sunset Glam ist die Erweiterung von der anderen Palette. Gossip Glam war das, glaube ich. Wo ich euch auch einen Look zugeschminkt habe. Und hier haben wir eine relativ
natürliche Palette, die du aber super zweckentfremden kannst. Und zwar kannst du die sowohl als Lidschattenpalette verwenden. Und wie gesagt, die Farben haben eine tolle Qualität. Hier in der Mitte haben wir Schimmertöne und die obere und untere Reihe sind matte Töne. Du kannst diesen Crush-Ton super als Blush verwenden. Du kannst den Galaxy-Ton super als Eyeliner verwenden. Den Hidden Hills könnte ich super für meine Augenbrauen verwenden. Andere könnten sich dann eher bei diesem Cocoa, Americano, Slay und so aufhalten. Den Champagne kann ich super als Highlighter tragen, weil der halt auch nicht so glitzy-flitzy und hart pigmentiert ist, sondern ne, kann man schön auftragen. Also für mich ist das eine ganz tolle Palette. I Love Myself ist eine super Farbe für Bronzing und Hidden Hills kannst du auch vielleicht sogar als Konturfarbe verwenden, weil der einen leichten Graustich mit drin hat. Also für mich ist das eine ganz, ganz tolle Alltagspalette, womit du wirklich dein Gesicht gut schminken kannst. Das Einzige, was da fehlen würde, ist dann halt nur noch ein Puder, aber schöne Palette und ich finde es auch klasse, dass die hier mit drin ist, weil die halt auch so echt den grünen Abschluss macht. Die ist ja auch ganz unten in der Box jetzt hier mit drin gewesen und jetzt kommen wir zum Fazit des Ganzen. Ich packe die einmal, wie gesagt, ich habe die ja schon da, die wird dann verlost. Also für mich ist es eine Box für 40 bzw. 47 Euro mit dem Versand zusammen. Finde ich das klasse. Ne? Also dafür finde ich, ist Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall angemessen. Kann ich euch die absolut empfehlen. Ich weiß nicht, ob Nicole 50 noch gültig ist. Müsst ihr mal gucken, ob es die Box noch gibt. Ansonsten, ich gehe Wetten ein, dass Nicole definitiv auch wieder einen Code bekommen wird und dass die Box auch im März wieder rauskommen wird. Aber hier habt ihr jetzt schon mal gesehen, was so in der Box drin war. Jetzt im Februar hat sich gereimt. Ich fand die gut. Ne? Also wie gesagt, für die 40 Euro super. 80 Euro, puh, da hätte ich jetzt vielleicht gedacht, eher weniger. Ne? Also bei 80 Euro, das tut dann schon ein bisschen mehr weh im Portemonnaie. Auch das war ein Reim. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen zu... Dafür ist die Marke halt nicht so etabliert. Ne? Wie, ich sehe das ja auch zum Beispiel im Vergleich mit den Peerage Mystery Boxen. Da sind Marken drin enthalten, die etabliert sind auf dem Markt. Da hast du Paletten drin, diese Facelift-Palette von Made by Mitchell, glaube ich, heißt der. Oder Mimimi Mitchell oder wie? Oder Luna Beauty. Luna Beauty war das, Entschuldigung. Oder eine Jeffree Star-Palette oder sowas. Da hast du halt wirklich Marken, die man so kennt und wo man halt auch, ne? Das ist halt die Sache, etablierte Marken. Und bei einer Brand, die man jetzt nicht so kennt, oh Gott, irgendwas habe ich jetzt gerade mit meinem Reime-Monster-Gedönsen im Kopf, ist es immer ein bisschen schwieriger, so viel Geld für eine Mystery-Box zu verlangen. Aber für das, was ich jetzt hier dafür ausgegeben habe, finde ich die super. Da sind ein paar Produkte mit dabei, die ich jetzt nicht unbedingt verwende, wie jetzt zum Beispiel die Lashes, die ich aber verwenden würde, wenn die Zeit nicht so wäre, wie sie ist. Ne? Also von daher muss jeder für sich selber entscheiden. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von der Box haltet, ob ihr die Marke Sunny by Rendy auch schon kennt. Und ja, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten mein neuestes Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!